Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Mietwagentape 2 Box von Jail und Abdi. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mietwagen Tape 2 von Jail und Abdi, das Ganze am 8. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 5. Album von Jail und Abdi. Das Ganze hier in einem riesengroßen Karton erschienen, in schwarz. Es ist mehr oder weniger ein Schuhkarton, also eine Schuhschachtel, und das Ganze hier komplett in schwarz gehalten. Mietwagen Tape 2, der erste Teil, das war dieser hier, erschienen im Jahr 2011. Das war damals ein Mixtape und jetzt viele Jahre, also mittlerweile 10 Jahre später, der zweite Teil. Wir haben hier auf dem Cover, auf dem Boxdeckel, das Logo von Jail und Abdi, so in Hochglanzoptik. Also hier die Lilie von Jailo und das Pentagramm von Abdi, also die Lilie aus dem bosnischen Wappen entnommen und das Pentagramm aus der Flagge Marokkos. Dann lesen wir hier natürlich Jail und Abdi Mietwagen Tape 2 in weiß und hellblau. Auf der rechten Seite auch hier klassisch bezüglich der Box, also der ganzen Schuhoptik des Schuhkartons, lesen wir Schuhgröße 43, Deluxe Box inklusive exklusivem Jail und Abdi Sneaker Album CD. Ja, dann haben wir noch einen Barcode und weitere Infos. Hier auch nochmal beschriftet. Und die andere Seite ist dann blank schwarz. Unten ebenso glatt schwarz. Das Ganze gab es ja schon häufiger, also es wurden ja schon diverse Deutschrap-Alben in so einer Optik rausgebracht. Wir erinnern uns an Nimmerland von Rin oder auch an Das Leben hat kein R-System von Jalil oder auch die Maximum-Box von Summer Jam und Casey Rebel. Allerdings war das immer nur die Optik, aber diesmal hat man es wirklich durchgezogen, dass man nicht nur einen Schuhkarton gemacht hat, sondern eben auch Schuhe als Boxinhalt. Das ist hier eine absolute Neuheit. Hier haben wir noch so ein kleines Löchlein hier mit drin. Und dann schauen wir mal rein, hier die Lasche aufziehen und dann können wir hier wunderbar das Ganze aufziehen. So. Und dann schauen wir mal rein. Also, das ist jetzt der Innenteil der Box, wie so eine Schublade zum Rausziehen. Das Ganze wirklich wie bei Schuhen, wenn man sie kauft, ja auch noch mit so einem extra Papier veredelt. Und hier kommt uns auch schon der Inhalt entgegen. Also, als erstes haben wir hier einmal das Album an sich. Dann haben wir eine Kappe in schwarz. Dann ein extra Paar Schnürsenkel, in diesem Fall in weiß. Und die Hauptinhalte der Box, der Hauptinhalt, die beiden Sneaker. Ja, die legen wir mal zur Seite. Dann haben wir noch so ein kleines Beutelchen hier. Ansonsten eben 385i gebrandetes Papier und ansonsten hier alles in schwarz gehalten. So, dann machen wir mal wieder zu, beziehungsweise die Box zur Seite, aber erst hier wieder reinschieben. Wunderbar. Gut, und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Also die Schuhe, die haben natürlich, wie man es kennt, noch hier Füllung drin, also so Papier, der den Schuh in Form hält. Ist da noch mehr drin? Nein, das war's. Und hier auch nochmal. So, da sind die Schuhe. Und dann haben wir natürlich auch noch das Album, das kommt hier in Folie. Und dabei legen wir die Schuhe noch zur Seite. So, also, das ist es. Mietwagen Tape 2 von Jailo und Abdi. Kommt hier im Super Jewel Case. Das Ganze ist noch verschweißt. Dementsprechend werden wir hier mal aufschneiden. Wunderbar. So, also das ist es, das Cover
ähnlich oder angelehnt an den ersten Teil. Wir erinnern uns, auch bei diesem hier hatte ja Abdi seinen deutschen Reisepass, oder ist die Frage, ob es seiner war, aber ja, einen deutschen Reisepass, wird wohl seiner sein. Beide ja meines Wissens in Frankfurt zur Welt gekommen. Dann haben wir hier die beiden Rapper vor einem schwarzen Auto stehen, das sich hier spiegelt. Ich glaube, es ist ein Porsche, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. 385i Logo hier oben. Jail und Abdi Mietwagen Tape 2. Verbraucherhinweis auf Englisch. So, Super Jewel Case. Dann haben wir hier die Tracklist. 23 Tracks an der Zahl und jede Menge Features hier mit dabei. Also unter anderem Hannibal, Olexesh, Azad, Reezy, Nemo und viele weitere. Barcode, Beteiligte. Okay. Ja, hier kann man es nun besser sehen, das Auto. Und ich schaue es mir nochmal kurz an. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Porsche hier. Wir schauen ins Innenleben. Als erstes ins Booklet. So, weitere Aufnahmen der beiden mit Porsche. Dann natürlich die Tracks mit den Infos, wer produziert hat. Weitere Fotos, weitere Tracks. So sieht es aus. Also klassisches Booklet-Design hier. Dann hier eine Doppelseite, nur Foto in einem Lift, also in einem Aufzug. Weitere Fotos. Ja, die Nase von Abdi wird auch gefühlt immer größer. Weitere Tracks. Und hier dann die letzten. So, Foto. Diesmal, ja, das ist so ziemlich genau das gleiche Foto, nur eben einmal ist hier Cello im Fokus und Abdi hier unscharf und hier genau umgekehrt. So, und zum Abschluss die Credits zum Album. Das war's. Gut, als nächstes kommen wir natürlich zur CD. Die ist hier relativ schlicht gehalten, in so einem einfachen Silber. Hier haben wir Informationen, die man sonst fast gar nicht mehr auf CDs findet. Und zwar lesen wir hier 650 MB, 52 Speed, 74 Minuten. Also das ist eine stolze Laufzeit, aber wir haben ja auch echt eine Menge drauf. Ich glaube 23 Tracks, das ist echt sehr selten, gerade in der heutigen Zeit. So, also so viel zum Album. Als nächstes haben wir mit dabei eine Cap, die kommt hier in schwarz. Hier vorne an der linken Seite dann in so einem, ja, silberblau, das 385i. Schwarzer Schirm, auch von unten, komplett in schwarz gehalten rundum. Und auf der Rückseite haben wir dann größenverstellbar hier diese Metallschließe und hier auch nochmal das Logo der beiden, also der, ja, also der Stern hat hier auf jeden Fall keine Farbe. Weiß ich nicht, ob das beabsichtigt ist oder, ja, so wie ich das sehe, ist das nicht beabsichtigt, denn wenn wir uns das anschauen hier, sehr dreckig hier das Metall. Also ich gehe mal davon aus, dass der Stern ursprünglich auch schwarz eingefärbt war, aber nur die Lilie hier schlussendlich überlebt hat von der Farbe her. Und ansonsten ist ja alles sehr verunreinigt, also scheinbar die Farbe hier hat sich verabschiedet. Die Kappe von innen in schwarz. Wir haben hier 100% Baumwolle, One Size und Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Ja, also nachdem das hier hinten größenverstellbar ist, sollte das auf so ziemlich jeden Kopf passen. Dann haben wir mit dabei die Schuhe. Und die kommen hier in schwarz und grau. Die sehen so aus. Recht klassischer Sneakerschnitt. Hier auf der Seite dann auch nochmal in Silber aufgestickt das Logo. Hier vorne dann diverse Löcher. Schnürsenkel in Grau. Sohle ist hier schwarz. Auch hier nochmal das Logo zu sehen. Ja, auf der Rückseite 385i. Das ist hier so geprägt in Schwarz. Und dasselbe haben wir dann hier auch nochmal auf der Zunge. Hier gibt es auch nochmal das 385i Logo und ansonsten genau hier auf der Sohle, also hier innen, ja, ist die Frage, ist wahrscheinlich gerade zu dunkel, na, hier
lesen wir auch nochmal Celo und Abdi. Und wenn wir es aufbekommen, müssen wir vielleicht mal die Schnürung ein bisschen lockern. Hier innen bei der Zunge wird uns dann noch verraten, womit wir es hier zu tun haben. Das Ganze ist made in China. Grüße gehen raus. Größe 43, für die habe ich mich jetzt entschieden, weil ich normalerweise so 43 bis 44 trage. Und das Ganze gab es aber in verschiedenen Größen. Also man konnte von Größe 38 bis 46 hier auswählen. Da wurde echt eine breite Palette angeboten. Und falls man von der Optik jetzt nicht ganz so angetan ist, hat man dann eben hier auch noch weiße Schnürsenkel mit dabei. Zwei Stück, dann kann man hier die grauen einfach rausmachen und das Ganze in weiß anziehen. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Paar Sneaker, die beiden Schuhe in Größe 43, wie gesagt, Größe von 38 bis 46 frei wählbar. Zusätzlich dann noch diese Schnürsenkel zum Wechseln, zum Tauschen. Dann die Cap mit dem 385i Logo hier aufgestickt. Sowie natürlich das Album an sich, Mietwagen Tape 2 im Super Jewel Case mit insgesamt 23 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, in diesem Schuhkarton Celo und Abdi Mietwagen Tape 2. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Celo und Abdi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.